3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Mein Name ist John. Auf der rechten Seite mein Bruder Mason. Und ich grüße euch. Megan. Und Leute, es ist mal wieder soweit. Wir reagieren auf den lieben Herrn Enemy. Endlich, wirklich endlich. Letztes Mal konnten wir unsere Videos nicht zu Ende drehen wegen Zeitmangel. Und ich habe bis jetzt dieses Lied nicht gehört, weil ich dieses auf Reaction haben wollte, auf Video. Cool. Der Song heißt Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ich habe gegoogelt. Wir haben ihn gerade gegoogelt. Ein Musiker, der verstorben ist. Auf nicht so schöne Art und Weise. Yes. Kurze Info nochmal. Ganz kurze Anmerkung zu Enemy an ihn gerichtet. Und zwar sein Album. Ich habe mal jetzt da reingehört und verschiedene Interviews von ihm, von hiphop.de und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinger, die jetzt in letzter Zeit rauskamen bezüglich seiner Album. Eine Sache würde mich wirklich interessieren. Und zwar, das ist jetzt gerichtet an dich, Enemy, falls du das sehen solltest. Mich würde interessieren, diese Sichtweise, die du auf die Gesellschaft, auf das Leben, auf alle Menschen hast und deine Art und Weise, damit umzugehen, ich finde das geil, ich finde das cool, ich kann das nachvollziehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich selber auch so eine Phase hatte. Mich würde interessieren, und ich würde am liebsten stundenlang darüber quatschen und analysieren wollen, weil ich einfach Parallelen zwischen seiner Denkweise und meiner Denkweise sehe. Mich würde einfach interessieren, wie du das Ganze bewältigst, weil es ist schon eine krasse Last, finde ich, wenn du so eine Weitsicht hast, dass du die Probleme und die einfach die Schwächen dieser Gesellschaft, dieser Welt so klar mit klarem Auge sehen kannst. Und wie bewältigst du das? Mit welchem Ventil lässt du das Ganze raus und kannst dich damit so ein bisschen wieder downbringen? Weil sonst wird man Psycho, man geht kaputt. Und ich merke an manchen Stellen, dass du krass damit zu kämpfen hast. Hatte ich auch. Habe ich immer noch. Das hat man immer. Bei mir ist es, ich kann es mir auch vorstellen bei dir, es ist durch die Musik. Einfach, dass du das rauslassen kannst, dein Mindset rauslassen kannst. Und ich liebe es. Also ich habe es jetzt dadurch gemerkt, dass wir jetzt YouTube machen und einfach so ein bisschen unsere Gedanken so frei in die Welt rauslassen können. Gedanken, ja. Genau, das ist ein mega geiles Ventil, da fühlt man sich so geil und so wohl einfach dabei. Und wenn das bei dir auch so ist, lass es uns Bescheid wissen, falls du Bock hast. Und das auf jeden Fall. Eine tiefgehende Frage. Wirklich auch diese ganzen Leute im Anime, mega korrekt. Mega ja, cool. Auf jeden Fall. Mega, mega cool. Okay, wollen wir mal reinhören? Ja, beide. Ich bin mega. Vorbei. Ich bin schon, was jetzt kommt. Achtet auf den Text, bitte. Ich will alles verstehen, bitte. Cookie Times, Brother. Alles, das ist richtig psycho. Aber der Beat ist cool. Der Beat ist echt. Der Beat ist mega cool. Schlaf, Digga, ey. Narben im Herz, aber ist schon okay. Fick dieses Leben, ist alles nur fake. Ich und meine Gang wollen sterben, Digga, ey. Rockstar, 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 Rock, so wie Kurt Cobain. Leben viel zu schnell für die Welt, Digga, ey. Ich und meine Gang wollen sterben, Digga, ey. Keiner hat gefragt, ob ich geboren werden will. Keiner hat gefragt, ob ich mal sterben will. Kann nur so leben, wie ich gerne leben will. Jung, depressiv, aber auf Kurzen Pay. Drop 10, meine Leben, manche mich sterben. Heute ist ein sehr schöner Tag, um zu sterben. Ey, warte mal, hä? Ich hab's jetzt richtig grad nicht. Das war das grad. Ich dachte mir grad, okay, war der Ende Refrain. Dachte ich mir die ganze Zeit. Aber das war schon ein Part, oder? Ja. Ey, das, dieses, also Rocks, das hatte alles so. Wie soll ich sagen? Musikalisch war nicht schön. Ich dachte, das wäre alles Refrain. Das Geile ist, dass es tiefsinnig, aber trotzdem geil geflowt, dass du so mitfühlen kannst. So diesen Vibe. Ich fand diese Stelle sehr schön, wo der gesagt hat, keiner hat mich gefragt, ob ich geboren werden will, keiner hat mich gefragt, ob ich sterben will oder irgendwie sowas. Geile Stelle, hat mir sehr gut gefallen. Machen wir weiter. Aber guck's noch mehr, gib diesem Leben, was ich lebe, keinen Wert. Kämpfen um mein Hals, so wie Django Ray. Zwei Songs rappen für den S-O-G. Eis auf der Rolli, erkenn mich wie spät. Lebt im Moment, weil die Scheiße vergeht. Drei Tage wach ohne Schlaf, Digga. Ja, lebt diesen Scheiß, weil die... Lebt im Moment, weil die Scheiße vergeht. Ja. Ja. Das bedenken viele nicht. Das Allerwichtigste, was wir in dieser Welt haben, das Allerwichtigste ist Zeit. Und es wird dir keiner mehr zurückgeben. Das stimmt. Oh. Also das bevor stimmt. du, Schwester, das ist jetzt ein Rat an dich, an deinen Bruder, der gerade mal 2-3 Jahre älter ist. Okay, 4.
Rein. Geh niemals in ein Büro deine Zeit verschwenden. Für ein, zwei Jahre okay, aber für die Zukunft nicht. Okay, go. Ich finde diese Bürojobs, dass du da... Einwand, aber das ist viel zu tiefsinnig. Ich würde das fast jetzt nicht aufmachen wollen. Ich würde da so hart gegen... Nee. Nicht gegen, natürlich, aber einfach so... Meine Message ist, verschenk deine Zeit ist zu wertvoll, als sie billig zu verschwenden, weißt du? Ich glaub, als sie gegen Geld einzutauschen. Einfach, tausch nicht deine Zeit gegen Geld. Ist dumm. Manche Leute leben, um zu arbeiten. Ich glaube, es geht eher tatsächlich wirklich um den Moment an sich... So, ja, das sowieso. Realisiert, dass der Moment, in dem du gerade jetzt auch bist, einfach relevant ist. Also nimm den Moment so wahr, wie er ist und fühl ihn mit. Das ist die andere Seite. Aber er sagt ja auch, wenn sie vergeht, bedeutet, die kommt nicht wieder. Ja. Also, das ist die Sache. Deswegen habe ich, ja, deswegen hab ich so angesprochen. Hör auf, mein Gott. Warte, wollte hochgehen, doch mein Herz stand im Weg. Ich finde das so geil, dass er polarisiert und das ganz überspitzt. Ich finde das so geil. Was ich wollte hochgehen, doch mein Herz stand im Weg. Heißt es, dass er nicht auf alle Leute geschissen hat? Weil Leute, die hochgehen, sagen... Sorry, mach mal nochmal. Ich will, ja, ich will mit der Emotion gerade. Aber das war eine gute Analyse. Ich hab grad auf was ganz anderes geachtet. Achso, wollte er aufgeben oder hochgehen? Auch Glück. Ich hab auf... Mach nochmal. Sorry. Auch Glück. Auf Glück. Auf wollte Glück. Auch Glück, doch mein Herz stand im Weg. Und jetzt warum? Warte, warum? Wollte auch Glück, doch mein Herz stand im Weg. Also ich hätte verstanden, wenn er gesagt hätte, mein Gehirn stand im Weg, da hätte ich diesen Kopf wegmacht. Ja. Aber warum stand warum sein Herz? Ja, jetzt ist die Frage, aber definier Glück. Was versteht er jetzt in dem Fall unter Glück? Er wollte auch. Wenn der unter Glück das versteht, Glück was die restliche Gesellschaft will, das heißt materielles, das heißt Wohlstand, das heißt Auto, das heißt Haus, das heißt das, dann kann ich verstehen, oder also Geld, Money, Fluss und immer mehr und aber immer sein mehr Herz will das diese nicht. Gier. Und sein Herz will es nicht, weil der... Über den Tellerrand. Starke Analyse, wenn Bruder. Wenn es das ist, aber muss ja nicht sein. Es kann auch was anderes es kann, sein. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Interpretation der Sache. Was? Du überzeugst mich voll in letzter Zeit. Was geht ab? Fick mich nicht alle, als ob wir zum ersten Mal philosophieren, Alter. Aber ich find's gut, ey. Toll. Nein, weil das geht jetzt auf diese Analyse-Schiene, wo du wirklich anfängst. Das ist echt gut interpretiert, ich mein's ernst. Ob das ist, Karte. Wissen wir nicht. Aber ja, hören wir mal weiter. Man sagt ja, man kann interpretieren, wie man... Aber ich weiß nicht, ich bin mir unsicher. Er ist gut am Text, du gehst weg, gell. Ja, okay, machen wir weiter jetzt. Echt nice. Alle um mich rum sind so frei von Problemen. Weinen in der Nacht und darf keiner mich sehen. Betäubt meinen Hirn, weil ich denke zu viel. Mach. Ja. Oh, alle um mich rum sind... ich hab den Inhalt nicht genau verstanden, warte. Ich geh ein bisschen zurück. In der Nacht. Alle um mich rum sind so frei von Problemen. Weinen in der Nacht und darf keiner mich sehen. Betäubt meinen Hirn, weil ich denke zu viel. Alle ja, haben Träume, ich hab kein Ziel. Alle scheinen keine Träume. Oh, alle haben Träume, haben. Ich hab kein Ziel. Das, ey, genau das, was ich am Anfang gesagt hab. Alle um mich rum scheinen, als ob die gar keine Probleme haben. Ey, ich fühl das so krass. Als ich diese Depri-Phase mit dieser komplette Analyse über die ganze Welt hatte, ne? Ich denke mir einfach, Leute, Alter, was für Probleme euch beschäftigen. Ja, Mann. Was seid ihr für Trottel, was seid ihr für Ameisen? Ohne Witz, die denken nur einen Schritt voraus, aber Leute, diese Welt ist so riesig. Ja, diese Welt ist so verkackt, die ist so ekelhaft. Ja. Leute, was lebt ihr für eine dreckige Blase? Ja. Wir sind nur in so einem kleinen Raum. Schaut doch mal ein bisschen weiter. Ja, ja. So richtig ekelhafte Welt einfach. Und wenn du dann als derjenige die Dinge ansprichst, bist du der Komische auf einmal. Ja, das wird obwohl nein, die nicht merken, wie komisch die sind. Das wird nicht ernst genommen. Das ja? ist das Ding. Die denken, was ein Depp, Psycho. Ja. So, Leute, ihr seid die Psychos, dass ihr geblendet seid von dieser Gesellschaft, von dieser so eines Blase. Tages wird der Tag kommen, wo ihr mit einer Knarre im Krieg steht und so. Es wird irgendwann sowieso. Ja. Die Blase wird platzen.
Die Blase wird platzen. Die Blase wird platzen. Ja, okay, Drecksackblase, abstechen. Jedenfalls, eben hat er auch was Schönes gesagt. Alle haben Träume, doch ich habe ein oder ich habe kein Ziel, hat er gesagt. Ganz kurz zurück. Guck mal. Alle haben Träume, ich habe kein Ziel. Alle, kein. Kein Ziel. Immer Träume. Das frage ich mich gerade. Alle haben Träume, doch ich habe... Ach so, das ist nicht aufeinander bezogen. Alle haben Träume, aber ich nicht so mäßig. Das ist nicht aufeinander folgen. Okay. Das ist ein Enjambement an der Stelle. Enjambement. Das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben. Ja. Oh ja, stopp. Oh, liebe mich gut. Selbst, weil mich keiner sonst liebt. Ey, ich verstehe das so krass. Mhm. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du einfach wertschätzt, dass deine Gedanken, die du hast, eigentlich Gold wert sind, dann fängst du an, so langsam dich selbst wertzuschätzen, dich selbst zu lieben. Und wenn du das geschafft hast, Digga, das gibt schon eine Befriedigung. Guck mal, was er hier sagt. Das war krass. Bei ihm muss ich immer zurück. Ey, ich hab so viele Gedanken, aber wenn ihr redet, dann gehen die alle wieder weg. Hör zu. Sorry, Schwester. Dumme sind frei, wer denn einer von ja. sie. Oh, das stimmt. Dumme sind einfach... Aber sind sie frei, frage ich mich. Dumme sind nicht frei. Die sind an den Ketten dieser Gesellschaft. Die sind an diesen Ketten... Die Dummen ziehen an den Ketten, von wo Enemy bei dieser Wolke war. Die ziehen daran. Er weiß es auch selber, aber das ist schön nochmal... Manchmal denkt man sich, warum bin ich einfach nicht auch so einfach mitschwimmen? Ja, das wäre einfach. Das wäre einfach. Aber er ist schon zufrieden. Ich würde stark vermuten, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du bist zufrieden, so wie du denkst. Da bin ich mir safe sicher. Warte. Weil würdest du dir wünschen, Enemy, dass du anders denken würdest, dass du einer von den Dummen wärst, würdest du dir es dir wirklich aus dem Herzen wünschen? Ich bezweifle das. Aber weißt du, wenn du einer von den Dummen bist, dann merkst du es nicht. Ja, aber jetzt in der Situation, in der du nicht, also deiner Meinung nach, nicht einer von den Dummen bist, würdest du dir wünschen, einer von den Dummen zu sein? Ich will auch noch was. Weißt du, warum die Dummen sich nicht anstrengen wollen, sag ich mal, auf so ein Level zu kommen, die Dummen, ja, in Anführungszeichen, natürlich, die nehmen die Abkürzung so. Die denken, ignorieren ist so eine Art Abkürzung, um dann alles heile Welt. Also die machen nur ihrem Kopf die heile Welt. Mäßig eine Abkürzung. Aber diesen Weg, den Enemy geht... Unbewusst. Das ist der lange Weg, aber das ist der Weg, der dich eigentlich glücklich macht. Meiner Meinung nach. Ja. Weil du versuchst, Dinge zu verstehen. Wie kommen wir zu dem Standpunkt, dass wir jetzt diese Gedanken bilden konnten? Und wieso können die Dummen das nicht? Das frage ich mich. Welche Gedanken müssen kombiniert werden und zusammengefasst werden und Interessen gebildet werden und über den Tellerrand geschaut werden? Ich sage dir eine ganz einfache Sache. Die Dummen leben in ihrer Blase. Die haben nur ein... Machen sie das absichtlich? Guck mal, aber es gibt Fakten. Ja, es gibt Fakten. Und die Dummen, Anführungszeichen, bedienen sich nur an den Fakten, die in ihrer Blase sind. Und wenn du dabei deine Augen mal aufmachst, die Scheuklappen mal auseinander nimmst, dann siehst du noch die Fakten drumherum. Und dann wägst du ab. Siehst du nicht mehr die Sache so und so, sondern du hast alles im Blick. Und dieses alles im Blick haben, machen viele Leute nicht. Weißt du, was ich meine? Weißt du, es fängt mit Verständnis an. Verständnis, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie eben sind. Dafür musst du die Fakten erstmal kennen. Und darauf lassen sich viele Leute nicht ein. Beispielsweise Massentierhaltung. Viele Leute wollen es einfach nicht wahrhaben. Die lassen sich nicht auf die Frage. Ich werde trotzdem nochmal auf den Dingspunkt weiter philosophieren. Eine Frage an euch zwei. Aber wie wollt ihr diese Menschen dazu bewegen, diesen Gedanken von euch anzunehmen? Oder diesen Gedanken nachvollziehen zu können? Das, was er macht. Was Enemy gerade macht. Das ist der Schlüssel. Nein. Würde ich sogar nicht behaupten. Auch wenn ich Enemy feiere und dieses alles nachvollziehen kann, ich würde das nicht behaupten. Weil das ist schwer. Du kannst solche Leute nicht in den Gedanken so weit formen. Doch, vereinzelt kriegst du manche dazu. Ja, aber nicht die Masse. Das ist der Punkt. Und das ist auch gerade das Ding. Warum Leute wie in hiphop.de beispielsweise, diese zwei Typen, die da diesen Podcast machen. Hast du das gesehen? Ja. Ey, es hat mich so abgefuckt, als die über, ich glaube, Simonetta Vespucci, darüber haben die eine Analyse gemacht. Die haben gesagt, ja, abgehoben, hat so eine komplett komische Sicht auf die Szene und denkt, der wäre was Besseres.
So Leute, ihr habt es nicht gecheckt. Ihr habt es wirklich nicht gecheckt. Enemy ist da wirklich, der geht von einem neuen Ansatz aus. Ja? Das ist, in der Szene ist gerade überwiegend alles materialistisch. Es ist, wie ich habe Geld, ich habe dies, ich habe das. Leute, die ganze Welt außenrum, ja, der Großteil dieser Welt hat eben das nicht. Die verhungern, die leiden, die dies, das, das. So, was für eine, diese Hip-Hop-Diät, diese zwei, egal. Auf jeden Fall, das hat mich so abgefuckt, dass die so eine Annahme, so eine These da aufgestellt haben. Nur noch auf. Die schauen nee, okay, nicht wollen, auf, wir, wollen wir es nicht verallgemeinern. Ich will es nur einen Satz sagen, aber die schauen ganz Meinung, grob nur auf Erfolg, Klicks und nicht auf Inhalt, meiner Meinung nach. Nein, die schauen auch auf. Das ist die Tendenz, wo das hingeht. Ich kann den künstlerischen, wir feiern ja auch andere Songs, ich kann den künstlerischen Faktor dahinter verstehen, ja. Aber zu sagen, Anime ist abgehoben, Anime denkt, er wäre was Besseres und macht was viel Besseres, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Er denkt, ja, okay, er drückt das in seinem Rap aus. Aber die Sache ist, er hat hier auch recht zum Teil. Er hat hier recht, dass zu viel Bullshit da ist. Und du musst ja im Rap überspitzen und übertreiben und dies und das. Das ist ja normal. Ja. Ist doch so. Ja, ich finde es ja halt voll schön, wie er seine Rolle füllt. So. Ach so, gut. Ey, wisst ihr, ist so schlimm, ich in der Mitte von euch beiden. Gehst dann voll aus? Ey, voll ja, voll aus. Dieses Thema ist voll mein Ding. Ja, Schwester, sorry. Ihr seid voll die schnellen Denker. Ich bin so langsam, ich bin immer noch bei der Maske, Alter. Ich dachte, aber ey, Leute, ihr müsst mal... Ich dachte mir so, boah, ich will einen Kommentar dazu geben, dann warte ich schon ganz woanders. Ja, Mann. Ja. Wir gucken uns auch so scheiß Interviews an, da geht zack, 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 zack. Das Geile ist, solche Themen und solche ja, Diskussionen können auch nur bei solchen Songs entstehen. Ja, klar, klar. Das ist das Geile, deswegen feiere ich Anime einfach. Okay, machen wir weiter. Ja, mach weiter, ich schwöre dir. Sehr schön. Nice Ding. Nice one. Auf jeden Fall. Boah, dieses letzte Diskussion, die ging ewig lange. Ja. Bruder hat es richtig rausgeholt in dem Moment. Aber musste sein. Ja, ganz ehrlich, solche Retalks muss man rausholen. Muss man einfach. Ja. Das ist wichtig. Was du. Ja, ich sag's nicht. Ne, ich meine nur für die Zukunft. In der Kürze liegt die Würze. Ich meine, es ist wichtig, klar, ich will dich ja auch nicht jetzt bremsen. Das kannst du auch nicht gut zeigen. Ja, klar. Nein, klar, klar, klar. Ich dachte mir nur irgendwann, oh, Bruder, du bist jetzt gerade schon motiviert, ey. Aber ich hab's ja, geschafft. Er geht darin auf. Ja, ich fand's gut. Danke, dass ihr es realisiert habt. Ich fand's gut, ja klar, diese Themen. Yalla Enemy, hammer geiler Track. Also, der hat uns wieder mal ordentlich zum Diskutieren gebracht. Ja. Das schaffen echt wenige. Normalerweise gucken wir zu und denken uns, ja okay, nächster Song. Jedenfalls, ich find's interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Vor allem zu gucken, wie sieht er das. Und weil du nicht alles auf Anhieb verstehst, finde ich auch cool. Mhm, ja. Ist lustig, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Boah, viel Spaß beim Schneiden. Alter, scheiße. Zurückspulen, vorspulen, zurückspulen. Ja, okay, das war's dann für heute. Also, geiles, hat uns gefallen, sehr schön. Auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit dem Album und ja, wir wünschen dir nur das Beste. Und Leute, alle, die das Video feiern, mich würde krass interessieren, was die von dieser ganzen Thematik halten, gerade was wir die diskutiert haben, die Leute. Gerade die Leute, Jüngeren. Gerade die Jüngeren. Gerade die Jüngeren, genau. Ich will von den Jüngeren wissen, Leute. Okay, wir haben auch viele Anime-Zuhörer und Anime-Fans und Supporter. Was die davon halten, ich denke mal, die unterstützen natürlich sein Mindset. Aber gerade an die anderen, die den nicht hören. Leute, mich würde voll interessieren, was ihr über das Ganze denkt, was hier diskutiert worden ist. Also, das wäre mega interessant. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da. Meine Schwester, wie immer, auch wenn sie es nicht macht und mein Bruder es macht, aber sie blendet Instagram ein. Ich bin der kreative Kopf. Könnt ihr gerne, wenn es euch auch gefallen hat. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ich grüße euch.